Und willkommen zurück zu Let's Play Lappen Simulator 2015. Letztes Mal sind wir stehen geblieben. Und ich habe jetzt nochmal eine Mission für Mission. Da muss ich aber gerade nochmal nachgucken. Was war denn jetzt? Wie viel Raps fordert denn jetzt hier? Ja. 20 Tonnen ist ja nix. Überhaupt nix. So. Wie viel habe ich denn im Dingens? Raps, ja, das nochmal gerade. Nochmal, die hier gehen gerade mit Raps voll. Sollte Priorität setzen, wir müssen das dort erst machen während der Zeit, wo ich die Seemaschinen laufen. Ich weiß, ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich ganz Bock habe, ob ich da genug Geld rauskriegen kann. Transportfirma, Getreidespeicher. Also 1246 wäre sowieso das höchste. Wäre natürlich schon dann gar nicht mal so schlecht. Dann will ich nichts gesagt haben. Einmal gerade Kontrolle, ob es auch wirklich richtig ist, was ich hier sage, mit der Transportfirma. Tonnen Raps. Die ist da oben. So eine Sache. Na ja, gut, ich habe jetzt ein neues Mal, ich könnte mir das aussuchen, wann ich das mache. Ne? Ich mache es jetzt direkt und das haben wir so auf dem Tisch. Und dann ist es gut. Ja. Also muss ich auch noch einsammeln. Ja. So ein Scheiße, so Moment. Stehe ich auf dem Weg? Ne. Das kann jetzt dauern, Leute. Das dauert, bis wir da den Berg hoch sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Scheiße, das geht ein bisschen in die Hose, das Gefühl gerade. War richtig in die Hose. Aber immerhin 6 km/h. Sieben Kammer, er kommt langsam. Er kommt jetzt langsam vor, aber jetzt muss man aufpassen, wenn wir den Bergstätten runterfahren. Weil da könnte je nachdem böse enden. Oder nächste Ladung rausmatsch, aber bis ich den LKW frei habe. Weil das machen wir jetzt dann nicht nochmal hier. Ich muss aufpassen, dass ich da jetzt wieder extrem gut Fahrt aufnehme. Ich bin, glaube ich, die Motorbremse drin.
60 Bleib, da fahr doch geradeaus, du. Wunderbar. 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 So. Da war die Mission schon. Super. Ah, egal, ich schneide jetzt alles rein. Stimmt, ich habe doch. Ah. Ja, denkt euch bestimmt, hä, warum nimmt er alles mit? War auch doof jetzt von mir. Gehen wir jetzt. Ist jetzt dumm gelaufen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Da habe ich mich einmal vertan jetzt. Ich bin über andere immer am Schimpfen, wenn sie sich irgendwie vergucken oder so. Aber selbst mache ich auch die Scheiße. Herr Latz, jetzt üben wir aber nochmal. Nun, einmal zum Weizen hin abtanken. Und 1.100.000 Kilo. So doof kann doch ein einzelner Mensch nicht sein, Leute, oder? Das tat gerade echt, aber wirklich echt schon weh jetzt. Jetzt haben wir noch eine Mission. Oh Mann, ey. Schwarzwald. So, solche Mission mache ich nicht. Da könnt ihr euch auch von mir aus auf den Kopf stellen. Transportmission? Nee, danke. Da kann ich gut gerne drauf verzichten. So, dann muss ich wieder zum Raps zurückkommen. Gib doch Gas! Gib doch Gas! Mein Gott, man fasst nicht, dass wir schon Juni haben, ne? Das ist auch wieder so eine. Ja, fliegt schon wieder vorbei. Haben schon eine Halbzeit, jetzt fast. Vor einem Jahr sind wir Weltmeister geworden. Mal knapp ein Jahr. Hätte ich mich träumen lassen können. Dass schon ein Jahr her ist. Ich meine, das wäre sofort wär gestern gewesen. Wie so viele Sachen. Ah ja. Was soll's. Zylinder, am Arsch. Ich komm gleich, gib doch Gas. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gib doch jetzt mal Gummi. Der Trecker kommt schon wieder. Tut mir leid für euch. Schussraste. Komm, gib's ihm, gib Gas, du schaffst das, wir schaffen das. Hurra! La la la, ich muss lang gucken, dass ich jetzt demnächst irgendwann nächste Zeit, dass ich einen Traktor ein bisschen anziehe, ein bisschen aufwerte noch. Boah, wie oft will er noch lang fahren? Leck mich doch. Einfach so eine bodenlose Frechheit, einfach nur. So, jetzt.
So, jetzt müssen wir. Jetzt haben wir schon so viel Zeit mit der Scheiße mit der Mission verbracht. Wo ich 100 Schiffe fertig werde. Dass ich noch die mit nach unten das Feuer und das Stroh Silo gemacht, bevor der hier oben fertig ist. Ich habe mir gut überklappen, hoffe ich noch mal zumindest. Ich habe auch das Gefühl, der Körnermeister wird nicht so richtig. Stehe ich irgendwie im Weg? Ganz offensichtlich, ja. Muss ja schon sein. Nee, der ist voll. Okay. Hab nichts gemacht, nichts gesagt. Dann wieder dumm gelaufen, wie immer. Ja, weiß nicht, hat auch noch gerade abtanken. Wo ist er denn? Da ist er. Der ist ja gleich auch schon fertig. Okay. Gut. Schön stehen bleiben, so. Jetzt können wir weitermachen. So, hoffentlich reicht er, wenn der eine Hänger jetzt noch kommt. Da habe ich zeigen Stroh drin. Das wird hoffentlich doch einmal reichen. Hoffe ich zumindest. Erzähl mal jetzt. Nur was wird das noch ein Hänger werden hier, denke ich mal. Wo ich schon arbeiten kann, täte, würde, könnte. So, ich muss aber den Ratter auf Seite fahren. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. So. Ba-ba-la-ba-ba. Wo sind wir stehen geblieben? Hier. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Reicht das Hängeschen noch? Reicht das nicht? So. Immer, ich bin auch neugierig. Bin. Ja, da war es schon wunderbar. Ging besser als gedacht. Umso besser. Das der Rest geht wieder mit Strohkraftwerk. Ich bin aber jetzt sehr zufrieden mit. Kommt da wieder an. Ich hoffe, das ist nicht allzu schwer zu hören. Hoffe ich zumindest. So, und tu mal gerade noch. Ja, höckern. Machen wir mal dann, dann müssen wir jetzt hier unten weiterkommen. Hätte ich eigentlich auch direkt gerade machen können, ich Idiot. Ja. Ja, scheiße, ja. So, tun wir gerade weg und tun wir gerade noch einen Hänger dazu holen. Noch den einen Hänger gerade laden. Dann, wie gesagt, das Silo, Silo Heu unten.
Dann hier die Strohballmix pressen. Da tue ich Strohballen pressen. Wo hängt der Körnermalz jetzt? Da frage ich mich gerade. Aber das kann am Drehen, okay. So, hier fahre ich ein bisschen. Weil, wenn man schnell frei ist, dass ich wieder hier an. Ach, sag schnell, dass ich da stehen bleiben kann. Da fehlt ein Stück für. Jetzt wieder zurück zum Ernst des Lebens. So schnell macht man Geld. So. Geld abtanken. Das war nicht so geplant. Ah, fuck you. Ups, dann muss ich ihn damit auch jetzt abtanken hier. Oh Mann, ey. Scheiße, dass die scheiß Kollision hier hat, die jetzt irgendwie nicht drin rausgeht. Ah, hier kriegen. Da muss noch rein, da muss noch rein. So, müssen wir gerade den Körner jetzt auch wieder abtanken. Wow, da ist. Respekt, Herr Specht. Ich glaube, dass ich gerade nur knapp umgesetzt habe, hat aber noch gut mitgeholt. Und gut weggeholt, so. Da ist voll. So, jetzt machen wir den. Fahren wir den eigentlich nach oben, dann muss man den leer kriegen. Ich habe was gesehen. Okay. Sonderangebote ist doch irgendwas. Pöttinger. Ja, nichts dabei, was ich gebrauchen könnte. Ne, kann ich absolut nichts gebrauchen von Mähwerk habe ich. Ladewagen habe ich, Zette habe ich, Wände habe ich, Spade habe ich. Müsste der Tonfürstahl was kaufen sollte. Stellen bei den Mods noch irgendwas? Unseren Angeboten? Nein. Da ist nichts von Pöttinger. Okay. Hätte sein können. So, und dann geben wir mal Gas. Jetzt drückst du ihn vor, dass der wieder voll ist. Sonst gebe dadurch auch schon das nächste Problem wieder. Ja, das geht ja schon viel besser so jetzt. Ein bisschen Schwung und dann ab durch die Mitte. Kommt natürlich nur der scheiß letzte kleine Hubbel hier jetzt noch, wo wir, ich sag mal, ein bisschen an Schwung verlieren. Aber naja. Ich hoffe, wir kriegen noch hin, dass man hier die eingesetzt gegen alles. Ich hoffe es zumindest. Ich würde es mir arsch wünschen. So, komm. Fias. Weil ich sag mal die ganze Zeit, ich habe keinen Schatten dran. Ich kann auch einen Lamborghini nutzen. Brauche ich hier oben eh nicht mehr. So. Gehen wir gerade dahin. Weil gewickelt und den Transportwagen etc. da kriegt der Lamborghini auch locker dicke hin. Statt. Na egal, wir machen 100 Schmutz mal einsammeln. Dann kann er uns schon mit der Einsatz beginnen. Rüllefass sowieso klar.
Deutz oder JCB, einer von den beiden. Das versteht sich ja wohl von selbst. So, muss ich gucken. Der Raps oben ist fertig. Das heißt, ich kann hier mit der Einsatz beginnen. Und dann schauen wir mal, was das ist, aber das nächste Mal eben von hier starten, den Deutz. Mal sehen, wie das jetzt dann hinhaut. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und jetzt einfach mal sagen. Scheiße. Wenn es euch gefallen hat, schaut auch morgen wieder ein zu einer neuen Folge. Let's Play Lab Simulator 2015 Westwiese. Akzeptieren, akzeptieren. Dann machen wir in der nächsten Folge nämlich hier die Mission noch wieder. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.